Der Junge nimmt dein Haar. Ja, Udo, was los? Kalle, блядь! Сука, ты ебаный, пидорастый, вонючий! Что ты тут делаешь? Пиздить тебя нахуй, вот так вот, блядь! Wie kein Geld mehr. Ich hab da noch 34.000 auf dem Dings, Alter. Сидишь целыми днями, дрочишь, блядь, просто. Сидишь на этот компьютер, нахуй, смотришь. Wie Fabrollen verboten. Das ist doch mein Markenzeichen, das ist mein Business. Udo, das kannst du nicht machen. Kannst du mal wirklich alles nehmen, aber nicht die Fabrollen, Alter. Что, у мамы жопу вылез, что ли? Что такое, уродился, блядь? Да wie schnell Geld machen? Чтоб тебе, блядь, нахуй член отвалился на кале. Aber das ist in L.A., das hat doch nichts mit meiner Arbeit zu tun, Alter. Сука, блядь. Ja gut, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ist doch scheiße alles. Herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Der gute Udo hat mich gerade angerufen und hat gesagt, dass wir auf jeden Fall ganz viel Kohle brauchen und dass Fabrollen jetzt verboten sind. Das kann er doch nicht machen. Ich glaube, ich finde einen Weg, wie ich die auf jeden Fall trotzdem noch integrieren kann, Alter. Ja, nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, heute so eine kleine Sonderfolge, denn ich bin Kato de Kalle Kuschinski und ich pimp mein Konto, Alter. Yo, du wärst gerne ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. So, dann lass mal gucken, was wir hier für E-Mails haben. Was ist denn der Browser? Oh, lol, man kann hier schon Grundstücke und sowas kaufen. Oh, Ehre, Alter. Was ist hier denn? Ein richtiger Müllplatz. Oh, man kann Häuser kaufen und die dann renovieren. Und das dann zu Geld machen. Ja, und damit wir uns auch wirklich mal ein Haus kaufen können und zeitnah da auch mal mit beschäftigen können, sollen wir jetzt einfach mal den Lachs löppen lassen. Bin ich ganz ehrlich. Wir brauchen jetzt mal Money in the Bank, Alter. Wir müssen auch unsere Schulden aus L.A. noch begleichen. Also würde ich sagen, ran an die Buletten. Jetzt mal ranklotzen hier. Johannes Pissel. Jemand muss die Wand abreißen, da sehe ich mich doch. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Ja, also die Allerultras GmbH ist ja auch unnormal belohnt, bin ich ganz ehrlich. Seit einiger Zeit sind große Räume angesagt. Man braucht sich nur ein bisschen umzusehen. Sogar mein Nachbar und auch sein Nachbar haben einige Wände in ihren Häusern herausgerissen. Also sein Nachbar von meinen Nachbarn. Aber ist der Nachbar von meinem Nachbar nicht auch mein Nachbar? Ich meine ja nur. Würde ich sagen, Johannes, you are engagiert. Wir werden jetzt hier mal ordentlich Geld scheffeln heute. Abfahrt. So, nicht lang schnacken. Jetzt geht's hier wirklich mal ums Eingemachte. Mauern, die zerstört werden müssen. Alles klar. Gib mir mal den Hammer, Alter. Hier wird jetzt weggerissen. Bum, bum, bum. Ehre. Neue Fertigkeitspunkte. Oder so. Leidenschaftlicher Hammerer. Schnelleres Abreißen um 25%. Das können wir jetzt erhöhen. Steht in der Trizeps. Leistung gesteigert um 5% können wir erhöhen. Und gutes Equipment. Profihammer. Wir holen jetzt den Profihammer. Das ist sehr, sehr wichtig. Haben wir den jetzt schon? Müssen wir nochmal wechseln? Oder haben wir jetzt schon den Kasten? Ja, der sieht schon anders aus, ne? Bumm! Wir haben jetzt hier schon gleich wieder 2000 Euro gemacht, ey. Nur weil wir hier so eine Wand weggerissen haben. Es ist unnormal belohnt. Das Spiel treibt das Konto nach oben. Verstehst du, wie ich meine? Hier sollen wir nochmal streichen. Schläfriges Blau. Das machen wir nochmal schnell. Das gibt auch nochmal Money, 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 Money. Here comes the Money. Schläfriges Blau. Jetzt kaufen. Zack, ein Pot erstmal. Dann geht's mal los. Dann streichen wir mal eben die Wand. Alter. Jetzt will ich nochmal sagen, wir haben jetzt hier alle Aufgaben erledigt und haben uns hier 5000 Euro verdient. Alter, absolute, unnormal belohnte Ehre, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da würde ich sagen, ab zum nächsten Auftrag. Robert Mandel, bitte räumen Sie das Haus auf. Haben wir wahrscheinlich schon alles tausendmal gesehen. Rein in den Robert oder beziehungsweise in sein Haus und los geht's. Robert, 68 Fortschritte erreichen. Eieiei, hier sieht's aber auch wirklich scheiße aus. Hier sind ja... Jetzt alles voller Kakerlaken, Alter. Jetzt aber schnell. Junge, der lebt aber auch in einem Saustall hier. Holy shit. Gut, wir haben jetzt erstmal schon alles so weit weg. Wir brauchen jetzt einen Staubsauger. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Staubsauger nehmen. Erstmal die ganzen Kakerlaken hier aufsaugen, wa? Yo, genügend Kakerlaken umgebracht. Das ist ganz schön brutal, das Game, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Du hast dein Kakerlakennest zerstört. Ehre! Fenster reinigen. Alter, die sind alle so eklig dreckig. Das ist ja der Wahnsinn. Bah, bah! So, Müll haben wir gemacht, Kakerlaken weggesaugt, Fenster. Jetzt brauchen wir nochmal einen Lappen. Mit dem wischen wir hier nochmal ordentlich durch.
Ehre. Okay, theoretisch haben wir genug, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr Money machen. Deswegen wische ich ihn nochmal schnell durch. Das ist, hat sich jetzt schon so gelohnt, dass wir den krassen Super-Wischmob 300.000 uns irgendwann mal besorgt haben. Weil jetzt geht's hier richtig rund. Wir kommen hier so schnell durch. Schon mal jemand so schnell putzen gesehen, Alter. Und dann blitzeblank gewesen, weißt du, wie ich meine? So, über den Sicherungskasten wollte er noch, ne? Jo, Ehre. Zack, jetzt haben wir nämlich auch wieder Licht. Ah, jetzt gibt's wieder Licht. Da, der Kalle Kuschinski, der hat's wieder gemacht. Die Sicherung reingedrückt. Daumen nach oben für die Sicherung. Sicher ist sicher. Ich will, dass hier alles blitzeblank ist. Ich gehe ja nicht nach Hause und dann sagen die Leute hinterher, ey, Kalle, ah ja, du hast ja richtig schlampig gearbeitet. Neue Fertigkeit, Ehre. Okay, schnelle Händchen, aufräumen um 50% erhöht. Upgrade. So, abgeben und weiter zum nächsten. Okay, Erik Sobel will auch noch ein ganzes Haus renoviert haben. Das machen wir doch mal eben. Zack, rein. Oh, das ist aber eine schöne Hütte, du. So, gucken wir mal. Hier muss noch eine Heizung ran. Heizung kaufen und montieren. Wieder schön die Mütter ordentlich reinschrauben, ne? Die wollen natürlich auch einen reingedreht bekommen. Was haben wir hier? Hier müssen wir auf jeden Fall noch reinigen und Fenster putzen. Wieder irgendeine Heizung montieren. Alles klar, alles klar. Königliches Blau? Sind das Schalke oder was? Kunde ist König, ne? Machst du nix. Kennst du den Mythos vom Schalker Markt? Die Geschichte, die dort begann. Der FC Scheiße wurde Legende. Meine Hiebe, die niemals enden. Nochmal eine Heizung, ran, wieder rein, Ehre. Neue Fertigkeit, geil, ich bin wieder krasser Monteur. Schnellere Montage, das nehmen wir. So, jetzt brauchen wir noch Doppelbett Hermes. Würde ich im Helm kaufen, passt glaube ich ein bisschen besser. So, und Udo hat es zwar verboten, aber ich würde euch noch ein kleines Geschenk machen wollen. So, das ist doch mal so mein persönliches Geschenk von der Aller Ultras GmbH jetzt so an euch. Also, ich weiß nicht, das ist mein Zeichen der Dankbarkeit. Na gut, ziehen wir weiter. Was haben wir hier? Schläfriges Blau. Alles in Blau bei dem war. Erstmal sauber machen. So, jetzt alles sauber. So, jetzt hören wir hier auch nochmal streichen vom schläfrigen Blau. Und da würde ich sagen, rapido, Alter. Gegenstand anbringen, Bett solid. Oh, solid Snake. Oh, ist halt wirklich solid. So, jetzt gibt's noch einen Computertisch. So, Bürostuhl. Ein Hund im Büro. Schrank Charles. So, wir räumen hier nochmal schnell ein bisschen um, damit es ein bisschen gemütlicher ist. So, zack. Gegenstand anbringen, Buffet mal. Was ist ein Buffet? Also Buffet oder was? Gibt's hier gleich was zu snacken? Das ist also Buffet. Alter, das sieht nicht lecker aus. Ich sag's, wie es ist. So, das haben wir auch. Eieiei, noch ein ganzes Zimmer renovieren, aber das Geld ist das, was uns hier lockt. Wieder schläfriges Blau. Alter, kotzt mich an mit eurem Kackblau, wirklich. So, das haben wir. Zack, gib mir nochmal das Geld zurück für den Rest. So, nochmal ein paar Mutterverschrauben hier. Die haben es auch verdient. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt kaufen wir nochmal ein paar Gegenstände. Und dann sind wir ja auch annähernd bei 10.000 Euro Gewinn in diesem Haus. Das ist ja wohl unnormal belohnt. Alle Aufgaben wurden erfüllt. 9.474. Dolores, Alter. Und ich muss sagen, ich will mich jetzt hier mal widersetzen. Ich will mich mal widersetzen. Wir haben es ja hier in dem anderen Zimmer schon gezeigt. Hier haben wir nochmal ein astreines Geschenk natürlich. Auch wegen der Wandfarbe natürlich mal hingehauen. Und diese Verbote, die gehen mir so ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Und deswegen müssen wir uns jetzt initiativ als gemeinsame Bewegung hier dafür einsetzen, dass Fabrollenverbote eingestellt werden. Dass jeder Mensch das Recht auf Fabrollen zu Hause an der Wand hat. Ach, was sage ich zu Hause? Auf der Arbeit, im Bus, in der U-Bahn, in der Schule, in der Universität, egal wo ihr euch befindet. Wir sprechen uns aus gegen alle Fabrollenverbote. Gegen alle Fabrollenverbote. Gegen alle Fabrollenverbote! Fabrollen sind Teil meines Lebens. Dieses Bett ist hässlich und muss weg. Und deswegen werden wir jetzt eine gemeinnützige Vereinigung gründen, die FAP. Haut es in die Kommentare, haut es in die Hashtags, macht Fotos, wie ihr mit Fabrollen auf Instagram euch beim Scheißen filmt oder so. Fabrollen sind für alle da. Gegen alle Fabrollenverbote. Wir haben sehr viel Geld heute verdient. Mein Name ist Kalle Kuschinski und ich bin raus, Alter Schüssikowski. Boom.